Hey, hallo. So. Es ist ja wirklich ein Training, ne? Zu beobachten, wie der Verstand immer nach irgendwas sucht, ne? Nach Konzepten, nach Ideen, nach etwas, wo man sich dran festhalten kann und langhangeln kann, ne? Hier, so, hier zum Beispiel, ne? So, an so einer Kette, ne? Da haben wir so eine Kette aus Erfahrung und dann, na, dann versuchen wir hier irgendwo uns lang zu hangeln. Eine Erfahrung und noch eine Erfahrung und dann vielleicht hier so ein Trauma, wo wir uns abgespalten haben und ach, und dann ist die Kette, zeige ich ein ganz gutes Beispiel, ne? Dann könnte man die so verknoten und verschlingen, ja? Und dann wissen wir noch nicht mal, welche Erfahrung wie wo überkreuzt ist. Und dann wundern wir uns über unser Leben, ne? Und irgendwann sterben wir. Und dann stehen wir vor uns selbst und sagen, huiuiui, haben wir denn die Erfahrung gemacht, die wir hätten machen können, die wir uns vorgenommen haben? So, also bei diesem Kanal, da geht es darum, also erstmal, sag ich mal, diese Schlingen hier, ja, diese Schlingen und Knoten der Erfahrung, so wenigstens etwas zu entwirren. Da diese Schlingen und Knoten bei jedem individuell sind, kann jeder die nur selber entknoten. Natürlich können wir uns Anreize holen, aber dieser Prozess findet ausschließlich in uns statt. Und dann geht es aber weiter darum, dass diese Kette in dem Sinne ja nicht wirklich existiert, weil in welchem Raum ist die Kette, ne? Also so, ich hatte vor kurzem eine Erkenntnis, die so einfach ist, ne? Also eine Kette, ja, hier zum Beispiel, gut, jetzt ist die rund, vielleicht kann man noch was anderes finden, mal schauen, vielleicht nehmen wir hier diesen Stein oder so, ja, ne? Es ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich, ja. Also da gibt es nichts, was sich irgendwie wiederholt, so, außer die Farbe, wenn man will. Und der ist 3D, ne? Also wir haben hier eine Höhe und dann haben wir eine Länge und eine Breite, ne? Und wenn ich den bewege, ne? Wenn ich den so drehe hier im Raum, dann muss ich doch schon einen anderen dimensionalen Raum haben, sonst kann ich doch diesen 3D-Körper gar nicht bewegen. Ist es nicht interessant? Wir reden ja hier über so viele Begrifflichkeiten, wo wir gar keine Ahnung haben, weil diese semantische Struktur nicht übereinstimmt, ne? Also alle reden von irgendwas von 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 12D. Und da gibt es, glaube ich, unterschiedlichste Bezeichnungen, ne? Aber das ist doch interessant, wenn wir also 4D, ne, also 3D plus Zeit, ist ja das, wo unsere Wissenschaftler gemeinhin sagen, da leben wir drin, ne? 3D ist sozusagen, ne, Länge mal Breite mal Höhe und dann haben wir noch irgendwie so einen Faktor T, Zeit, ja? So, aber von diesem 3D 4 plus 1 4D rede ich hier nicht, ja? So, ne? Das wäre also das, was wir in der Schule gelernt haben, ja? Variante 1 der Dimensionen, ja? Mensch, was jetzt hier so rauskommt, ist ja interessant, ne? So, ne? Wovon ich jetzt hier geredet habe, ist Consciousness. Ne? Also ich kann nur was bewegen in einer Leerheit, einer vermeintlichen Leerheit, ein 3D-Raum, wenn es leer ist, ne? Also wenn jetzt hier das hier festhalte, dann kann ich es nicht drehen, ne? Also da sieht man schon mal, dass wir hier in einer Leerheit sind, unabhängig davon, dass natürlich diese Drehung auch wieder irgendeine Zeit braucht, um die Drehung wahrzunehmen. Aber darüber wollen wir jetzt mal nicht reden. Es geht nur um die Möglichkeit, einen Körper im Raum zu bewegen, da scheint es doch einen Raum zu geben, in dem er sich frei bewegt. Ne? So eine Ausdehnung im Raum, in dem eine Drehung möglich ist. So.
Aber gut, jetzt würden alle wieder sagen, ja, das ist ja auch 3D, Länge mal Breite mal Höhe. Du sitzt da irgendwie mit Länge mal Breite mal Höhe. Und hier ist einfach nur Luft drin. So. Aber was ist Luft? Ne? Also was ist diese Leerheit? Was ist dieser Raum, in dem ein Raum entsteht? Also ist es wirklich noch Teil des 3Ds? Oder ist es nicht in einer anderen Ebene? Also in meiner Wahrnehmung her ist sozusagen Variante 2 von Dimensionen tatsächlich Länge mal Breite mal Höhe in einem anderen Raum. Da entsteht dann noch ein größerer Raum, in dem dieses eingebunden ist. Fragezeichen. Ja, so. Und das ist das, worüber ich hier rede, wenn ich sage, dass ich im Moment, ne, nochmal in klein, ist so schnell gezeichnet und ist hier eingebunden mit all seinen Sinnen 3D, 4D, 5D in einen größeren Raum. Ja. So, wir nennen es jetzt mal 4D, aber ist es 4D, ja? So, und dann gibt es etwas, Variante 3 an Dimensionen von Buckertheim, die sechsdimensionale Raumtheorie. Ich verstehe davon nicht viel, aber was ich fühlen kann, ist, der sagt in seinen dicken Büchern, in seinen Forschungen, könnt ihr selber nachgucken, einer der unbekanntesten Physiker, die wir in Deutschland haben, obwohl er unter Weizsäcker ja geforscht hat, ja, also eine ganz spezielle Persönlichkeit. Und da sieht man mal wieder, ne? Ist man nicht sichtbar auf dieser Welt, existiert man nicht, ne? Der unbekannte Künstler ist der wahre Künstler, ne? Der unbekannte Wissenschaftler ist der wahre Wissenschaftler. Aber nicht nur by the way, also da gibt es so viele Menschen, die einfach nicht sichtbar sind in Büchern und online oder in irgendwelchen Akademie-Auszügen oder Doktorarbeiten. So, wie ist es wirklich? Wie ist es mit unserem Wissen, ja? Da komme ich ja her, ne? Diese Idee von Wissen. Ne? Einer plappert nach und der andere plappert nach und plappert und plappert und plappert und dann reden wir immer das Gleiche, was alle da nicht stimmt. So, das ist ja hier mein Thema, damit aufzuhören, ständig Sachen nachzuplappern, die entweder veraltet sind oder wo und die auch noch falsch sind, ja. So in Sachen Wissenschaft. Aber egal, Bookertheim, ich verlinke das selber googeln. Und ich habe ja keine Ahnung, aber da geht es darum, dass wir auch wieder diese Länge, so Länge mal Breite mal Höhe haben, so als Raum. Aber bevor wir etwas kreieren, und in dem Fall total interessant, dass das hier eine natürliche Formation ist, nichts, was in dem Sinne der Mensch gemacht hat. Ja, habe ich denn nicht noch ein menschengemachtes Beispiel? Den Stift, den ich in der Hand habe. Vielleicht sieht man es hier ganz gut, das ist zu komplex. Also Bockertheim. Und es hier ist ja Länge mal Breite mal Höhe und hier ist auch eine Sinnhaftigkeit, ja. Also hier haben wir gleich wieder eine Sinnhaftigkeit, weil wir wollen hier diesen Zollstock, ja, hiermit misst man, ne? Und Länge mal Breite mal Höhe ist hier auch noch aufklappbar. Also es ist ein sehr komplexes Element von Menschen entworfen, um in dieser 3D-Welt, ja, sich einzuordnen, ne? So, da in dieser Zeit leben wir, ne? So, wir wollen alles einordnen, alles kategorisieren, ne? So, aber dieser Zollstock, ja, der musste ja erst gedacht werden.
Da musst du ja erst in einem Raum, und jetzt komme ich auf diese andere Theorie, wie ist es mit den Dimensionen? Der muss der erst in einem feinstofflichen Raum erdacht werden. Ja? So. Also erst kommt eine Idee, und das machen wir alle tagtäglich. Da gibt es eine Idee, so wie ich mit dem Video, und die Idee kommt dann in die Realität. Und dann ist sie Länge mal Breite mal Höhe und wird in der Zeit scheinbar wahrgenommen. Aber das ist eine Idee. Ja, und aus dieser Idee kann ich komplexere ja, das ist wirklich schwer, weil ich bin ja keine Physikerin. Ich habe nur so ein Gefühl davon, was stimmig sein kann und was nicht, ja. Und ich finde es, vielleicht ist nochmal ein anderes Beispiel besser. Wir haben hier ein Blatt Papier, ich schreibe ja hier auf ein Blatt Papier, ja. Ein Blatt Papier ist auch wenn es sehr dünn ist, Länge mal Breite mal Höhe. Wenn wir können also Ideen haben von einem pa Blatt Papier, wo etwas beschrieben wird. Ja, so ein Blatt Papier, wenn es so gerade ist und weiß, hat so am wenigsten Informationen, ja. Low Entropy, ja, ist hier wieder das Thema. Die meiste Ordnung, ja, so ist doch eine Ordnung, die hier unseren Sinnen erscheint. Ja, und dann kann ich aber das Papier auch knüllen, ja. Also, das ist das Gleiche, so. Und das ist doch sehr, sehr scheinbar unordentlich. Ne? Wir haben hier eine Falte, da. Man weiß nicht, wo es oben und unten, wozu ist es eigentlich da? Ja, also einen komplexeren Informationsraum. Ja? Und dann kann ich den Informationsraum auch noch zusammenhanglos darstellen. Also es war ein DIN A4 Papier, so nennen wir das semantisch. Und jetzt sind es einzelne Strukturen, und das Papier als solche, diese zum Beschreiben, ist nicht mehr erkennbar und vielleicht auch nicht mehr richtig nutzbar. Also ich versuche hier zu erklären, unsere Dimensionen, aus denen wir schöpfen im Informationsraum. Also eine Idee entsteht, ein Märchen entsteht. Ja, Informationen. Und daraus können unterschiedlichste, also aus einem Papier, ich erdenke mir ein Papier, das muss irgendwie hergestellt werden, das ist irgendwie aus einem Baum oder aus Zellulose oder aus Papyrus, wie heißen die sind nicht Bambuspflanzen, aber, ne, also Papyruspflanzen. Und wisst ihr, es gibt ja nicht nur eine Form von Papier, sondern unterschiedlichstes. Und was mache ich mit dieser Idee eines Papieres? So, und dann kommen sozusagen Tropfen unterschiedlichste Ideen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, als Beispiel jetzt, ja, von Papier tropft in die Ex in unsere wirkmächtig wahrnehmbare Existenz. Ne? Also ich kann Papier benutzen zum Beispiel zum Beschreiben, bekleben, zerreißen, Feuer anzünden, falten, Kartons herstellen, komplexe Strukturen. Erwarte doch immer, nur ein Beispiel. Was kann ich mit dem DIN A4 Papier machen? Ja, so. Und jetzt kommt ja der eine, unabhängig hiervon, ne? Also hier ist ja noch eine doppelte Informationsebene. Ja. Also wir haben hier eine komplexere, noch komplexere Struktur, so also eine komplexere Ergebnis. Also, aber jetzt kommen wir mal wieder zurück. Ne? Wenn wir diese drei Varianten, ja, zusammennehmen, weil die sind ja alle irgendwie Teil unserer Realität. Klar, wir haben Länge mal Breite mal Höhe in der Zeitwahrnehmung,
Ne, dann bewegen wir etwas im Raum des Bewusstseins, ne, in der 99,99% Leerheit unseres Lebens. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass alles über 99,99% leerer Raum ist, schwingender leerer Raum. Und dann haben wir das mit den Ideen. Ja, Ideen, die sozusagen aus der sechsdimensionalen Information, nicht messbaren Information, Schritt für Schritt über die Komplexität der Entropie, Low-O-More-Entropie hier in die Existenz tropfen. Wirkmächtig. Und dazu braucht es sowas wie Zeit, denn ich muss sowas hier erstmal herstellen. Na, von der Idee bis zum fertigen Produkt braucht es einen Zeitraum der Entstehung und das ist da Länge mal Breite mal Höhe als Beispiel. So, also es braucht Zeit. So, und ist es nicht interessant? Ich versuche ja immer wieder, das klingt ja so lapidar alle, ja, aber wir reden hier von wirkmächtiger Materiegestaltung. Das heißt, ich habe hier, sag ich mal, wieder meine Schwingung, ja, so. Hier an dem Punkt irgendwo hat das Ich eine Idee. Ja, und hier hinten irgendwo ist dann der Zollstock fertig. Dazwischen ist etwas passiert. Was ist da passiert? Ja, jetzt könnte man realistisch sagen, ja klar, da wurde auf Papier gebracht und da wurde der Baum abgeholzt und dann irgendwann ist der Zollstock da. Aber da braucht es ja Millionen kleine Schritte bis zu diesem Produkt und dann wird es auch noch benutzt. So. Wenn man das als einzelner Mensch macht, dann kann man natürlich seine einzelnen Schritte verfolgen, ja. So, wenn man dann eine komplexere Struktur macht, wo viele Menschen dran beteiligt sind, ja, dann kann man es nicht mehr so verfolgen, ne? So, und wenn dann noch so was passiert wie hier, dass die Natur, was auch immer Natur ist, etwas herstellt, hier in dem Fall diesen Stein, den Namen habe ich leider schon wieder vergessen. Was für ein Stein es ist. Ja, wenn wir uns vorstellen, dass auch der 9,99% Leerheit hat, obwohl er so hart klingt und so schwer ist, ist auch er leer und ist in die Schwingung gebracht worden. Ne? Alles in unterschiedliche Schwingung. Alles, alles. Okay, vielleicht soll es hier ausgedrückt werden. Ich komme wieder vom Holzchen auf Stöckchen, aber egal. Dann ist es so, es geht scheinbar heute um die eine Vertiefung des kosmischen Bewusstseins. Und ich guck mal, ob ich hier wieder dieses, muss ich mir mal anmarkern, das Periodensystem der Elemente finde von Walter Russell. Wenn alles Schwingung ist, Schwingung in der Leerheit. Ich rede hier von wirkmächtiger Materie und nicht von Philosophie. Jetzt kann man wieder sagen, wieso habe ich da so eine Resonanz zu? Das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich bringe das mit aufgrund meiner alten Erfahrungen. Und die sind älter als dieses Leben. Die kommen aus einem anderen Raum. So, das Periodensystem der Elemente nach Walter Russell. Kleine Sekunde, ich sollte es mal anmarkern. Hier habe ich schon mal das nach Mendeleev, das ist doch schön. Ich habe es gefunden.
Hier ist das Periodensystem der Elemente. Also ich antworte immer noch auf diese, wie wir die Welt sehen, ja? Aus welchem Bewusstseinsraum, wäre der kurze Satz, nehmen wir mal die Welt wahr? Aus einem mechanistischen, ich lebe in Länge mal Breite mal Höhe und habe so ein Gefühl von Zeit, oder aus einem viel kosmischeren Bewusstseinsraum? Vielleicht ist es das, worum es geht. Ne, geht wieder um spirituelle Selbstermächtigung. Die fängt da an, wo wir unseren Verstand ein bisschen beiseite lassen und die alten Ideen und uns neueren inneren Strukturen zuwenden. Hier haben wir zum Beispiel, geht hier als Beispiel um das Periodensystem der Elemente. Ja? Also wenn ich hier ja, auf dieses Periodensystem nach Mendeleev gucke und ich will da die ganze Forschung, ja, die ja jetzt hier schon, weiß ich nicht, 120 Jahre alt ist, nicht kleinreden. Ich habe da keine Ahnung und ich will jetzt hier auch niemanden irgendwie kritisieren. Ich will nur einen Geist in uns aufschließen, der spürt, dass hier was nicht stimmen kann. Ja? Das spüren wir, wenn wir auf solche Gitterstrukturen gucken und auf unsere bewegte Welt, auf unsere, wie die Umgebung uns einbindet, was wir erleben, wie das alles fließt ohne Übergänge, wie Farben ohne Übergänge fließen, wie alles höchst individuell ist, dann kann solche Struktur nicht stimmen. Da guckt man rauf und fühlt sich gleich wie in Gitterstäben. So, also ich jedenfalls. Auch wenn uns das sehr hilfreich gewesen ist. Und jetzt kommt's. So von oben und so von der Seite, eigentlich geht es mir um das hier, das Periodensystem der Elemente nach Walter Russell. So sieht das Periodensystem von Walter Russell aus. Und dann gucke ich mir das an und habe eine totale Resonanz, weil ich spüren kann, dass diese fraktale Struktur, in der wir leben, in der ich eingebunden bin, wie jeder andere, mich bestimmt. Und so wie eins, so wie alles. Und wenn wir dann an die Musik denken, erste Oktave, zweite, dritte, sind da, und dann reden wir hier von Schwingung. Ja, und da, wo die Schwingung verdichteter wird und größer, 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 da haben wir, kann man es vielleicht lesen hier, unterschiedlichste Körper, unterschiedlichste. Hier, wo hat er hier? Na, man kann es nicht sehen. Man kann es schwer erkennen. Jedenfalls, hier haben wir irgendwo in der Schwingungsebene hier ein bisschen Kobalt, Eisen, Kupfer. Und dann kommen wir immer mehr in Richtung Isotopen, Gasen und so weiter. Und hier wird es immer noch schwerer, schwerer, schwerer. Lithium, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Phosphor, Schwefel. Also das ist das Periodensystem der Elemente, bloß nach Walter Russell. So. Ja, und wer sich dafür mehr interessiert, der kann ja da selber sich mal schlau machen. Ich verlinke das wieder. So. Ja. Und worum geht's mir augenscheinlich heute oder worum geht's dem Leben durch mich durch, ist, dass wenn wir hier, also wir sind ja hier, ich nehme jetzt mal hier ein Beispiel, das bin ich jetzt, ja, ich. Was auch immer ich ist, jetzt, hier, am 27.07.2023, 10.55 Uhr. So, ich bin ein Einfluss von all den Erfahrungen bis hierhin. Aber, da ich auch eine Idee bin, eine Idee des Geistes,
von etwas Größeren, in dem das Ich eingebunden ist. Wie hier erklärt die Idee von Länge, Breite, Höhe nach Burkhard Heim. Da gibt es also sozusagen eine Intention und dann tropft die Idee, die sich verdichtet, in die Materie hinein. Ich bin eine Idee. So. Du bist eine Idee. Wir alle sind Ideen, die entstanden sind aus den schöpferisch-göttlichen Prinzipien. Das heißt, ich bin gleichzeitig auch alt. Also ich bin gleichzeitig auch ein Einfluss aus der Zukunft und aus anderen Dimensionen. Und jetzt ist die Frage, wer hat mich gedacht? Ja, wer hat mich gedacht? Es scheint komplex zu sein. Wer weiß, viele Einflüsse hier gedacht wurden im Sinne der Veden, weiß ich nicht, alle Vishnu 1, Vishnu 2, Vishnu 3, all die unterschiedlichsten Energiequalitäten der göttlichen Prinzipien haben mich gedacht auch und kommen aus einem größeren Raum, eines Schöpferraums hier und könnte sagen, das große Alpha und Omega. Ne? Also ich kann nicht auf diesem Blatt Papier schwer darstellen. Also, das ist wieder dieser Torus. Gleichzeitig komme ich aus der Vergangenheit, aber die Zukunft kommt mir auch entgegen. Also ich komme aus der Vergangenheit und die Zukunft kommt mir entgegen. Ja, vielleicht in so einer Acht, liegende Acht. Solche Bewegung. Bin hier, aber hier kommt mir auch wieder was entgegen. Also das, was wir bis hierhin sind, ist ein Ergebnis aus Vergangenheit und Zukunft. Die Vergangenheit, die wir sehen können, sehen in Anführungsstrichelchen, ist in der Materie. Ne? Also 3D. 3D im Sinne der Sinne, im Sinne der Erfahrung, die wir abgespeichert haben, das Mentale, der Körper, die Erinnerungen. Ja, das sind alles kurz mal dahin geworfen, die vergangenen Strukturen, die mich bis hierhin gebracht haben. Gleichzeitig bin ich aber eine übergeordnete Idee. Ne? So, eine Idee, die ich noch nicht erfahren habe. Eine Idee, die auf mich zukommt. Die kommt auf mich zu. Das Leben kommt von vorn. Und warum kommt das Leben von vorn? Weil die Idee noch nicht sichtbar ist. Das ist eine geistige Idee. Bevor ich den Zollstock in die Materie bringe, muss ich ihn denken. Bevor die Natur in Anführungsstrichelchen, die Devas, die göttlichen Prinzipien diesen Stein kreiert haben, musste er gedacht werden. Ja? Denn ich glaube nicht daran, auch wenn es im kleinen Fraktal so aussieht, dass wir aus dem Wasser kommen und dann wurden wir irgendwie human. Ja? Hier sind wir irgendwie so ein kleines Fischi irgendwie Wesen, so Fisch, Fisch. Und hier sind wir irgendwie hier hinten der Mensch, der denkt oder eben auch nicht denkt. So, ja, ich glaube, dass es wie alles ist, es ist eine Materieverdichtung vom Höheren zum Niederen, vom
hören, was alles beinhaltet. Zum Niederen, das heißt, wir waren erst Bewusstsein, ich sag mal Gottes Gedanke. Und dann wurden über unterschiedlichste Energiestrukturen das hier in die Materieverdichtung kreiert. So, der Mensch. Auch wenn im Sinne dieser Struktur es Mutationen und Modifikationen gibt. Ja, Modifikation, ja. Also Mutation, diese sprunghafte Anpassen an Umgebung, ja, so wurde denn erstmal als Mutationen herauskommt. In die Wissenschaftler würden sagen, irgendwelche genetischen Fehlabspeicherungen. Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt etwas sehe in den Genen, ja? Die Gene, ja? Was ja auch so aussieht, ne? Diese Doppelhelix, ja, die sich so verdreht irgendwie, ja? So, kann man jetzt so schwer zeichnen, die Doppelhelix, die sich hier so reindreht, ja? So, DNA. Erstmal sagen wir, kriegen wir ja gesagt, dass da alle Junk-DNA drin ist, ja? Ich weiß nicht, wie viel Prozent, 90 Prozent? Sind es wieder die 99,9% Leerheit? Ne? Junk. Junk bedeutet unnütz. Ja, unnützer Quatsch ist da in unserer DNA drin. Ja, so ein Bullshit. Ja, bloß weil wir es nicht messen und nicht sehen können, heißt es nicht, dass da nicht wirkmächtige Lebendigkeit ist, die uns formt. Ja, so. Und irgendwo in diesen ATGCD-Dingern ist dann irgendwo etwas, was nicht mit dem klassischen wissenschaftlichen Bild übereinstimmt. Und deswegen kommt irgendwie eine andere Hand aus, ein anderer Schwanz, ein schräges Ohr oder so. Und das nennen wir dann Mutation oder Modifikation, dass wir uns halt an unsere Umgebung anpassen. Ja, logisch, wenn ich immer unter 40 Grad bin meine Haut eine ganz andere Sonneneinstrahlung bekommen hat über Ionen, ja, dann wäre ich vielleicht schwarzafrikanisch. Ja, so. Wenn ich dann, also als Beispiel, bloß weil es Mutationen und Modifikationen gibt, heißt das nicht, dass wir von einem kleinen Mini-Mi zu einem großen Ganzen uns entwickelt haben. Ich glaube nicht daran. Ja, und ich glaube auch nicht an eine, wie soll ich sagen, Erweiterung des Bewusstseins oder dass wir hier sind und dann, oh, wir kommen neue Zeiten, huiuiui, die neuen Zeiten und jetzt wird unser Bewusstsein weiter. Nein, wir müssen uns erinnern. Wir müssen uns erinnern, dass wir... Es ist eine Erinnerung, dass wir aufhören von unserer Mind-Schublade. Da ist sie wieder. Ja, die Mind-Box. Dass wir aufhören zu denken, dass wir in unserer Mind-Box etwas lernen müssen. Wir dürfen das alles machen. Es kann hochinteressant sein und wir beschäftigen uns und wir haben Spaß am Leben und wir lernen und durchdringen ein Thema. Why not? Es geht ja gar nicht dagegen. Es geht hier um Bewusstsein. So. Ja. Ist der Unterschied, muss ich mich erinnern, wo ich herkomme? Oder muss ich etwas erlernen? Ja, erlernen wäre ja so ein linearer Prozess, ja, so diese Stufenidee, ne, so von höher und tiefer zu durchdringen, kann man alles machen. Ich glaube aber nicht an diese Leitern, an diese Treppen. Wir können diese Treppen gehen, schlupp und dann, ja, kommen wir irgendwo hin und dann geht die Treppe weiter oder wie oder was, unendlich weiter. Ja, das kann ja sein. Mir auch wurscht. Theoretisch. Meines Erachtens geht es darum, sich unseres Kelches des Bewusstseins
zu erinnern. Wir kommen aus einem viel, viel größeren Raum. Wenn wir hier unten uns wahrnehmen und dann vielleicht noch abgespalten in unserer Mindbox hier mit uns spielend, dann sind wir nicht in diesem Raum eingebunden, wie die Schöpfung uns gedacht hat. Und meines Erachtens müssen wir aufhören zu lernen, sondern uns erinnern, wer wir wirklich sind, was wir immer gewesen sind, wie wir immer gedacht worden sind. Ein lebendiger, schöpferischer Prozess, eingebunden in vom Verstand und von Menschensicht aus nicht näher zu erkennenden Prinzipien. Wir sind größer als unsere Mindbox. Wir spielen hier ein bisschen auf Erden, in scheinbar 3D, kommen, die Zukunft kommt auf uns zu, die Vergangenheit ist das, wo wir immer hingucken und das Gefühl haben, wir sind das, dabei sind wir beides. Ein Ergebnis unseres Weges und etwas Gedachtes aus anderen Dimensionen. Und besser kann ich es heute nicht ausdrücken. Da versiegen es mir wieder die Worte. Ich habe es vielleicht nicht. Ich gehe etwas unbefriedigt raus, weil mir so die Worte fehlen. Manchmal, eigentlich habe ich gestern ein Video gemacht, das werde ich aber nicht hochladen, wo es eigentlich darum ging, ein Video ohne Worte. Und interessant ist, hier, das habe ich gestern gemacht, ein Video ohne Worte. Das EKG sozusagen, da ging es auch um Vergangenheit und von vorn. Und das ist diese Energiegrafik dazu. Wenn die scheinbare Zukunft in das Jetzt spiegelt, fühlst du schon das Kribbeln der Stille? So sah das aus. So sieht es aus, wenn etwas kreiert wird. Das ist wirklich interessant, dass ich dann irgendwann in solche stille Prozesse geworfen werde. Und das hat man hier schon oft. Das macht mir auch ein bisschen Stress, ne? So, dieses Nichtwissen, ne? Also ich rede immer darum, wie schön das ist, nicht zu wissen. Und wenn es mich dann wirklich so richtig greift, dieses Nichtwissen, ja? Dann, da wünsche ich euch, dass ihr das alle mal so ein bisschen erlebt. Denn es geht jetzt gar nicht um so meditative Zustände, so nach dem Motto, ja, ich meditiere und weiß nichts, sondern das fühlt sich so an, als ob der Körper auch nicht weiß. Ne? Also als ob multidimensionale Systeme, die wir durch unsere Sinne wahrnehmen, und die Sinne ist ja nicht nur eine hören, riechen, schmecken, sondern auch handeln durch den Körper. Ne? Die Sinne sind ja auch
die gehen auf dieser Welt, ne, sich bewegen in dieser Welt, ja, so. Der, ne, der Körper bewegt sich, dreht sich in dieser Welt, ja. Diese Sinnhaftigkeit, also diese Sinne, diese Wahrnehmung, wenn die wahrscheinlich sagen, die irgendwelche spirituellen Menschen, das ist dann die Auflösung des Egos. Und das ist dann wirklich die Auflösung des Egos. Das ist kein nicht nur meditativer Zustand des Beobachters, sondern wie ist es, wenn man eins ist mit dem Raum, wie man gedacht ist? Ne? Also der Unterschied, den ich hier immer zeichne. Wie ist das, wenn alles schwingende Licht und Bewegung ist? Ne? Also die große Angst der mentalen Box des Verstandes, sich aufzulösen. Ne? Also wenn dann so ein Kribbeln entsteht, das kann man nur erfahren, ja? Wie denn aus dem, dass ich davon rede, wie die Welt strukturiert sein könnte, meiner Wahrnehmung nach mehr und mehr ist, wenn sich das dann in den Körper überträgt. So, das muss man auch erstmal aushalten können, ja? Wenn dann Stille eintritt, weil das Mentale, die mentale Box immer mehr sich auflöst, ja? Wie so ein Tropfen im Ozean, ja? Wenn wir jetzt mal sagen, hier ist das Bild von dem, vielleicht ist es das, ne? Die Mindbox als Tropfen. Wir nehmen uns also wahr als vereinzelte Tropfen. So, und wenn dieser Tropfen dann wieder sich erinnert, dass er eigentlich Ozean ist, und das ist hier der Ozean des Bewusstseins, puh, dann klar. Ganz andere Bewusstseinszustände, würde ich mal sagen. So. Also. Die beiden Karten wollen sich da zeigen. So, zeig doch mal her. Was haben wir denn da Schönes? Huiuiui. Diese Auflösungsprozesse. Das nennt man spirituelle Selbstermächtigung. Also wieder hier für euch zum Screenshot machen, wenn es euch interessiert. Oder kauft doch einfach die Karten, die sind so wunderbar. Ja. Unique, shining, generative, irreplaceable. Irreplaceable. Gold, the inner treasure. Tja, hier. The game is like a fingerprint, never to be repeated again. Find yours. Und das ist, was ich immer sage, ne? Dass wenn der Verstand, ja, immer wiederholt, ja, was man vorgekaut bekommen hat und immer wieder das alte falsche Wissen oder Teilwissen oder Nichtwissen mit sich spielt, kann man gerne machen, kann man gerne machen. Aber ach, wäre ist es nicht an der Zeit, sich zu erinnern, wo wir wirklich herkommen? Hier, aus dem Raum der göttlichen Bewusstseins. The Stone. Als untere Karte. Ja, diese Bewusstseinszustände muss man üben, ne? Üben, üben, üben. Also man kriegt ja sowieso nur das, was man aushalten kann. So, aber umso mehr man das geübt hat in seinem Leben,
Ja, die inneren Wahrnehmungen, dann kann Angst aufhören, ne? Also so Schritt für Schritt für Schritt. Das ist in Prozess, ne? Das ist ein Prozess der Entwicklung. The Chaos, the Disorder. Chaos, Disorder. Ja, im Grunde genommen, wenn ich mich richtig erinnere, dieses ich fühle mich bestätigt. Aber das ist vielleicht mein Verstand, der das sagt. Ich erinnere nochmal an dieses Bild, den Informationsraum darzustellen vom. Ich kann nicht mehr sprechen. Das ist wirklich interessant. Das ist wirklich interessant. Ich lasse so stehen. Das muss man aushalten lernen. Also das ist eine Energie, die kommt nicht aus dem Kopf. Ich versuche es nochmal zu beschreiben, denn ich mache das ja zur spirituellen Selbstermächtigung hier, also um auch zu zeigen, okay, wir sind so vielschichtig und das Göttliche spielt mit uns, die Prinzipien, die Helfer aus der anderen Welt, unsere Seele, der Bewusstseinsraum, was auch immer das im Einzelnen ist, spielt mit uns und von Fragen kommen Antworten. Und wenn ich sage, ich kann nicht sprechen, dann ist es so, als ob ich gerade jetzt im Moment tatsächlich so in der Wahrnehmung aus diesem theoretischen Wissen der Mindbox in diesen Zustand transformiere. So was wie, ich habe es noch nicht gemacht, ich muss mich da noch mal mit beschäftigen, mit David Lynch und der seiner Meditationstechnik, wo ich jetzt auch nicht mehr auf den Namen komme, weil mir alle Worte mehr und mehr verschwinden. Das wird körperliches. Von dem Zustand in diesen Zustand transformierend, wirkmächtig. Ende. Hier geht nichts mehr. Das kann auch Angst machen. Merke das immer an Angstschweiß, Angstschweiß an den Händen. So, aber es lohnt sich allemal. Tschüss. Wir sehen uns wieder, ganz bestimmt.